Die Meinungsmacher Top Talk 100. Schön, dass Sie dabei sind. Bei den Gesprächen mit den Top 100 Unternehmerpersönlichkeiten des Landes. Und meine Damen und Herren, wir sind hier in Barndorf im Fashion Outlet. Sie kennen das. Das ist so wie, ich sage jetzt einmal, der Stephansdom in Wien und der Uhrturm in Graz. Und das Schöne ist, die Gesichter hinter dem kennenzulernen. Frau Nicole Mehner, begrüße Sie. Hallo. Und Herr Diplomischer College, begrüße Sie. Wir werden jetzt über viele, viele spannende Dinge reden. Und ich würde mal beginnen, vielleicht, wir fliegen jetzt drüber ganz einfach und uns erklären mal, was es da alles gibt. Das sind ja über 23.000 Quadratmeter mit 1.000 Menschen, die da beschäftigt sind. Dimensionen beachtlich, Wahnsinn. Der Kunde, der nach Parndorf kommt, kommt in die größte Outlet-Destination Europas. So wie es hier am Standort gegeben ist, mit zwei Outlet-Centern in unmittelbarer Nähe, ist das einmalig im europäischen Raum. Allein bei uns 70 Geschäfte angesiedelt. Von Essex über Esprit, Street One. Wir sind sehr breit aufgestellt im Bereich Home-Sektor mit Fossen, Möwe, Bassetti. Der Kunde findet bei uns alles. Er kann kulinarische Highlights mitnehmen beim Leo Hillinger. Für die schnelle Speise zwischendurch ist es der McDonald's oder den schnellen Kaffee. Es wird für alle Altersschichten, für alle Preiskategorien was geboten. Und besonders stolz sind wir auf unser neues Luxussegment, was wir eröffnet haben im August mit Amici's. Da ist dann auch für die höhere Preiskultur, das, was der Kunde sucht. Und der Kunde am Standort ist da, der auch dieses Segment sucht. Und da sind wir besonders stolz drauf. Herr Diplomischer College, jetzt kennt man den Iststand. Dimensionen, wie schon gesagt, beeindruckend. Wie hat sich das alles ergeben? Wie waren da die Anfangszeiten? Ja, ganz ursprünglich hat das Ganze einmal sehr klein begonnen und wurde von unserem Nachbarn Megasa Glenn in mehreren Bauetappen errichtet und uns ist es dann gelungen, diese Grundstücke, die wir hier dann haben, zu erwerben und zu bebauen, beziehungsweise eines der Objekte war schon gebaut, das haben wir eben entsprechend weiterentwickelt. Mhm. Wir haben dann diese beiden Bauteile miteinander verbunden und in einen gemeinsamen Kontext gebracht und das ist das, was Sie heute sehen können. Wie ist es, wenn Sie zurückblicken an Ihre Anfangszeiten und heute da stehen vor einem wirklich Mega-Gebäude? Was ist das für ein Gefühl? Wenn Sie da, also wie heute in der Früh da mit dem Auto reinfahren, boah. Ja, es ist natürlich schon ein wirklich wunderschönes Gefühl. Und man kann sich dann oft gar nicht vorstellen, dass man das alles geschafft hat und dass man an diesen Punkt gekommen ist. Es ist dann manchmal fast unwirklich. Aber wir haben mit dem Team hier seit über 10 Jahren, machen wir hier gute Arbeit und konsequente Arbeit. Und man darf nicht vergessen, dieses Sprichwort Handel ist Wandel stimmt. Das ist jetzt auch die Initiative, die wir jetzt wieder setzen. Man ist alle paar Jahre, eher einstelligen Jahre, gefordert, wieder das Gesicht, die Optik, das Konzept neu zu machen. Das heißt, das ist kein statisches Business, wo man sagt, ich stelle einmal, so wie ein Büro hast, das stelle ich einmal hin und dann mache ich Innenausbau. Hier sind wir gefordert, wir machen jetzt unseren neuen Look mit den Fassaden für den Luxury-Bereich, die wir auch in weitere Bereiche reinziehen werden. Und so ist halt immer etwas zu tun. Es ist immer an irgendeiner Ecke eine Baustelle, eine Veränderung und das ist irrsinnig spannend. Das sieht man als Konsument gar nicht, gell? Die Waren ändern sich natürlich und werden moderner oder neuer, aber dass dann so viele Rädchen da mitgeschraubt werden. Was hat sich zum Beispiel in den letzten, ich sag jetzt, 15 Jahren verändert? Covid lassen wir mal vorbei, sondern prinzipiell? Der Markenmix ist gewachsen. Ja. Wenn es früher doch sehr textillastig war, also wirklich auf Gewand ausgerichtet, hat sich das schon mehr entwickelt, dass mehr Gastronomie dazugekommen ist, dass wir den Home-Bereich mehr dazu bekommen haben, ausgebaut haben. Der Schuhsektor ist extrem stark gewachsen in den letzten Jahren. Aber auch nicht zu unterschätzen an Jacques Le Mans mit Schmuck, was immer mehr beansprucht wird, oder die Parfümerie Alina. Also das sind so Sachen, die in den letzten Jahren extrem an Zuwachs gewonnen haben, wo auch die Nachfrage beim Kunden extrem gestiegen ist nach solchen Artikeln. Ich denke mir auch, dass das ein sensibles Pflänzchen ist, wen man dann von den Jobs hereinlässt, oder? Wo man wen nebeneinander ansiedelt, wie man das auch gestaltet. Wahrscheinlich, ich sage jetzt, der Gemüsehändler neben dem Mega-Fashion-Store wird nicht funktionieren. Oder ich denke mir, das sind ganz viele Rädchen, oder? Das Clustern nennt man das in der Fachsprache. Ist auch wie immer im Leben eine sehr philosophische Frage. Da gibt es die unterschiedlichsten Ansätze und jeder behauptet, dass seiner der richtige ist und dass alle anderen falsch sind. Ja. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass man sich überlegen muss, wie ein Kunde, welche Zielgruppe wird einmal von welchem Anker angezogen und was sind dann die Nachbargeschäfte, die in der Logik dieses Kunden diejenigen sind, die dort dazu passen. Es gibt verschiedene Ansätze. Man kann entweder streng nach
Arten wie zum Beispiel alle Schuhe, alle Textilien, oder man kann hergehen und eher sagen, jetzt habe ich einen Kunden, der ist ein Esprit-Kunde, der wird wahrscheinlich zu Damaris gehen, hernach und sich dort die Schuhe kaufen. Also wir sind eher die Anhänger dieses Konzepts, deswegen versuchen wir jetzt auch diesen Luxury-Cluster auszurollen, weil wir dort auch mit einem neuen Konzept gekommen sind, das eigentlich jetzt in den Outlets nicht gebräuchlich ist. Wir haben sehr, sehr lange gesucht und sind jetzt fündig geworden mit unserem Partner Amicis, dass wir hier auch ein Multi-Brand-Luxury anbieten können. Mhm. Also es ist an sich in den Outlets üblich, dass alle großen Marken mit Monobrand kommen. Das hat auch seine Berechtigung. Aber es ist natürlich auch ein sehr tolles Gefühl in einem sehr großen Laden. Wir werden es ja dann später noch uns ansehen. Multibrand, alles zur Verfügung zu haben, von Accessoires über Kleidung, über Schuhe und hier einfach in der Markenwelt zu schwelgen. Und mit Amici haben Sie natürlich einen starken Player auch, der in Wien und am Flughafen und überall vertreten ist und auch wirklich... Die wissen auch, was sie tun. Das war ein jahrelanger Prozess, ja, wo wir versucht haben, einen Partner zu finden, weil das wirklich nicht einfach ist, jemanden zu haben, der im Multibrand-Bereich den Warenzugang in der Breite und in der Qualität, wie es das braucht, hat. Und dass das Ganze nicht zu einer Restebörse verkommt, sondern dass es wirklich ein hochwertiges Angebot ist mit den aktuellen Waren und zu sehr attraktiven Preisen. Und das haben wir hier geschafft. Sie haben vieles geschafft. Was ist so das, wo Sie glauben, oder was Sie sagen, das sind so die wichtigsten Säulen? Zum einen die super perfekte Lage mit der Anbindung an der Autobahn. Die Lage ist mega. Auf einer Strecke in den Osten, was die einzigste Verbindungsstrecke ist, wenn man von oben kommt und nach unten quasi fahren möchte. Damit greifen wir sehr viel Tourismus und sehr viel Pendelverkehr ab. Was ich glaube heute auch wichtig ist, ist die Günstigkeit zum Parken. Der Kunde ist über die Jahre viel, viel bequemer geworden. Am liebsten würde er mit dem Auto noch bis hineinfahren in die Geschäfte. Wir bieten einen immensen Platz zum Parken. Kostenlos. Kostenlos, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und du hast eigentlich alles, was du dir wünschst, auf einem engen Platz. Mhm. Also du bist sehr schnell überall dort, wo du hin willst. Du kannst überall schauen, sagen, ah, ich möchte noch mal zurück zum Gabor-Schuh, drehe mich rum und bin in 5 Metern wieder dort. Anders als wie wenn du in der Innenstadt bist, durch eine gesamte Innenstadt läufst und dir dann überlegst, puh, jetzt war es doch noch mal eine Viertelstunde wieder bis zurück zum Geschäft. Das entfällt bei uns. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für den Kunden, in unmittelbarer Nähe alles zu haben und ich bin schnell wieder dort bei dem, was mir gefallen hat. Was ich auch faszinierend finde, Sie haben es vorher gesagt, 1000 Menschen, die da arbeiten in den Shops. Ein Mörderimpulsgeber auch für die Region. Gell? Und das war ja auch, das hat sich ja was angesiedelt mit dem Hotel neben und so weiter. Hätte sich ja niemals jemand vorstellen können auf der Brachenwiese. Und eines ergänzend muss ich dazu sagen, ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich hierher fahre, wie schnell du von der Stadtgrenze Wien eigentlich da bist. Gell? Das ist wirklich ein Steinwurf. Du brauchst zum dritten Bezirk in der 19. länger, als wenn du von der Stadtgrenze daher fährst. Ist auch eine Spezialität dieses Outlets, weil normalerweise von den großen Marken, also es kommt aus dem amerikanischen Bereich, die Anforderung ist, dass du zumindest 2 Stunden von der großen Stadt weg bist, um hier sozusagen den Unterschied hier Fullpreis in der Stadt, hier Outlet zu machen. Das ist also jetzt hier bei uns in Österreich anders. Es hat sich aber herausgestellt, dass sich diese beiden Märkte miteinander nicht wirklich konkurrieren. Also in der Praxis ist diese Einschränkung irrelevant, weil die Menschen, die in der Innenstadt am Graben flanieren oder in den Kohlmarkt gehen, die sind ohne dies dort, der würde es nicht auf die Idee kommen, dass er jetzt sich akkurat, der will in der Innenstadt sich bewegen und jemand, der sich entscheidet, ins Outlet zu fahren, fährt hierher. Ja. Das ist ziemlich unerheblich, ob er eine halbe Stunde fährt oder 2. Was ist so, wenn die Leute dann wieder wegfahren, was ist so das, wo Sie sagen, das soll man vom Bahndorf Outlet Center mitnehmen? Ich denke, Sie nehmen... Außer jetzt viel Eingekauftes. Ja, ein Glücksgefühl einfach mit... Es ist ja inzwischen Shopping schon ein Erlebnis und viel mit Emotionen verbunden. Ja. Und man hat ja einen Standort, der schön hergerichtet ist, wo ich alles finde, wo ich am Ende des Tages wirklich glücklich bin, das Schnäppchen schlechthin sowieso gemacht zu haben, aber auch eine Destination angefahren habe, wo das Ambiente und das Flair passt, wo ich sage, hey, da habe ich einen tollen Tag verbracht, da ist alles stimmig, ich habe alles, was ich brauche, fühle mich wohl, bin entspannt und komme ich gerne wieder her. Weil Sie das gerade mit Schnäppchen wieder gesagt haben und Sie vorhin auch, das ist ja, muss ich auch sagen, das hat sich ja in den letzten Jahrzehnten total gedreht. Gell? Früher waren die Leute, haben sie Leute geniert, wenn sie irgendwo was günstiger eingekauft haben oder so. Heute sind die Leute stolz drauf, dass man schlau einkauft und sagt, Moment, das habe ich gekriegt für, kostet normalerweise 600 Euro, ich habe es gekriegt für 170 Euro. Genau. Was, Wahnsinn. Also das hat sich komplett gedreht in der Wahrnehmung auch. Das hat sich komplett gedreht. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, man darf nicht vergessen, in ein Outlet fährt man in aller Regel über längere Zeiten. Das heißt, wenn ich in ein Fachmarktzentrum fahre,
mache ich das vielleicht am Weg zu, nach irgendwo hin. Hier fährt man ganz bewusst her. Man fährt hierher, um einen halben oder einen ganzen Tag zu verbringen. Ja. Und da ist natürlich jetzt auch das Burgenland mit seinem gesamten touristischen und vor allem kulinarischen Angebot in der Umgebung ein idealer Ergänzungspunkt, um einen kompletten schönen Tag zu gestalten mit einem Besuch hier, mit einem guten Einkauf, mit einem guten Schnäppchen, hernach eine schöne Zeit vielleicht am See oder in einem der tollen Restaurants, die es hier in der Umgebung gibt. Das ist ein sehr rundes Konzept. Und die Kulinarik bei euch gibt es ja natürlich auch. Sie haben vorhin den Hillinger zum Beispiel schon erwähnt. Was gibt es da noch alles? Unser Kunde ist ja zielorientiert fürs Shoppen hier. Das ist ja der erste Anlaufpunkt. Wenn es um die schnelle Küche geht, dann haben wir McDonald's und Subway. Unser Ziel ist es aber für nächstes Jahr doch mehr in Richtung hochwertiger Bistro-Konzepte zu gehen, um auch einfach die Verweildauer der Kunden noch mehr zu erhöhen. Und wie Sie es angesprochen haben oder auch der Herr College, der Herr ist schneller fertig, das heißt, wir müssen ihm eine Alternative geben, wo er dann bleiben kann, wo er sich wohlfühlt. Da trinkt er noch Kaffee und die Dame geht halt noch ein bisschen herumfahren und genau. Schaut eine Zeitung an oder am Handy. Und das drauf, ist das Ziel für 24, dort einfach Bistro-Konzepte mit einem höherwertigen Angebot zu integrieren. Mega. Wo kaufen Sie ein? Gehen Sie überhaupt? Wahrscheinlich geht man gar nicht woanders hin, oder? Nein, es liegt ja auch... Das nächste Mal irgendwo anders einzukaufen, ja eben, ja. Also man ist was ganz so Spezielles, sag ich jetzt, aber sonst nicht, oder? Nein, also ich hab's, muss ich sagen, ist ein bisschen auch ein Wehmutstropfen, wenn man immer in den Shops unterwegs ist, weil man sieht leider immer was und findet immer was. Selten eine Woche, wo ich ohne was nach Hause gehe. Und Sie, Herr Kolitsch? Ja, ich bin natürlich jetzt mit dem neuen Amici-Store sehr, sehr happy. Voll versorgt. Bin ich über eine Vollversorgung und auch... Mega. Es ist dort auch so, das ganze Personal ist, wie ich auch vorher gesagt habe, für die Herren ist es immer schwierig. Ich bin dort hingegangen, habe gesagt, ich hätte gerne eine Hose, ich kriege eine Hose, steige rein, die Hose sitzt. Mhm. Und das ist für einen Herrn wichtig, weil ein Herr will nicht 5 Hosen probieren, der möchte eine probieren und die soll passen. Ja. Und das in Kombination mit dem wirklich hochwertigen Warenangebot von allen Superbrands wie Loro Piana und so weiter, die man hier jetzt wirklich um sehr preiswertes Geld ersteigern kann, ist das natürlich ein irrsinnig tolles Konzept. Ein ganz ein wichtiges Thema, darüber müssen wir auch sprechen, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Das ist auch bei euch und für euch ein ganz ein wirklich wichtiges Thema. Ihr produziert zum Beispiel mehr Strom, als ihr da verbrauchen könnt, gell, im Sommer. Im Sommer, ja. Also wir sind jetzt gerade dabei, die Anlagen zu installieren. Also sie sind noch nicht am Dach. Aber wir werden jetzt hier eine CO2-freie Energieversorgung bestehend aus Tiefbohrungen mit Solewärmepumpen und mit der entsprechenden PV-Anlage am Dach erstellen. Sie haben es vor allem gerade gesagt, nicht CO2-neutral, sondern CO2-frei. Und ja, das ist ein erheblicher Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied, weil wir eigentlich den Anspruch haben, dass wir hier wirklich mit der den am Standort produzierten Sonnenenergie über unsere Erdspeicher, die ja dann den Sommerüberschuss auch zu einem Teil abspeichern, und im Winter, wenn ich weniger Solarstrom habe, mir die Wärme zurückliefern, einen Kreislauf zu bekommen, wo ich eigentlich minimalst externe Energie dazu nehmen muss. Das muss man noch dazu sagen. Im Sommer ist es ja auch einer der großen Vorteile, dass bei euch schon gekühlt ist. Und wenn dann die Tür offen ist und die kalte Luft rausgeht, so manch einer denkt sich, na, das ist ja Energieverschwendung, jetzt, so wie man im Winter rausheizt sozusagen. Aber in dem Fall ist das keine Energieverschwendung, weil es sowieso mehr da ist als im Ort. Es ist, wir produzieren im Sommer fast 2,5 Mal so viel Energie, wie wir samt den Kühlanlagen hier brauchen können. Und damit ist es eine nachhaltige Geschichte. Die meisten Menschen wissen gar nicht, dass die kalte Seite, also der Sommer, das Kühlen, mit den erneuerbaren Energien überhaupt kein Problem ist. Das Problem ist der Winter, wo wir heizen müssen. Weil du auch PV weniger hast. Ich habe viel, viel weniger PV-Strom und habe eine sehr hohe Heizlast. Das heißt, der Sommer ist aus der Nachhaltigkeitssicht überhaupt kein Thema. Den Winter muss man gut lösen. Das heißt, preiswert, für alle ist was dabei. Essen, Kulinarik auch und nachhaltig. Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Mir fällt jetzt keiner ein. Das ist, dass Sonntag noch Ruhetag ist. Ja, ist das für Sie, wäre das wünschenswert, Sonntag Ruhetag oder Sonntag offen? Ich weiß nicht, unsere Gruppe ist ja auch Eigentümer des Centers Freeport an der tschechisch-österreichischen Grenze und dort haben wir ja den Sonntag offen und da sehen wir natürlich schon, dass kundenseitig das ein ganz starker Tag ist. Also das heißt, die Argumente, dass der Sonntag, die halt in Österreich gebracht werden aus traditionellen Gründen, kann ich aus der Kundensicht nicht bestätigen. Der Kunde fragt den Sonntag sehr stark nach. Weil es ein Freizeitvergnügen ist, gell? Freizeitvergnügen ist. Und man darf auch nicht vergessen,
auch gerade die Angestellten, das wird ja auch immer ins Treffen geführt, lieben den Sonntag, weil gerade zum Beispiel Familien mit Kindern können sich dann besser aufteilen. Gerade bei Teilzeitarbeiten, dann ist der eine in der Kinderbetreuung zu Hause und macht dafür das Wochenende oder umgekehrt. Das gibt mehr Freiheit in den Lebenskonzepten der oder Menschen. Da kann auch einmal die Familie dann als solches, wenn man am Sonntag dann nicht arbeitet, sondern anders, auch arbeiten, beziehungsweise einkaufen gehen. Wenn wir trotzdem in die Zukunft schauen, was ist so die Vision, was ist Ihre Vision? Dass wir das Center natürlich so weit möglichst immer nach vorne bringen. Zurückschauen ist nie eine Option, sondern nach vorne schauen, unseren Markenmix weiterhin optimieren, um den Kunden wirklich das noch zu bieten, was vielleicht im Detail noch fehlt und so den Kunden rundum zufriedenzustellen und gesund weiterzuwachsen. Mega. Also ich glaube, das, was wir jetzt sehr stark machen und das mit Amicis, das war unser erster Aufschlag, der also jetzt wirklich sensationell sich am Boden manifestiert hat, dass wir diese Multi-Brand-Konzepten in anderen Sparten, also wir haben ja jetzt ja schon mit Bambini das Kindergeschäft eröffnet, wir werden jetzt in nächster Richtung eines Sports-Clusters gehen. Wir kriegen jetzt in diesen Turm, den Sie draußen sehen, Bang & Olufsen, mit einem Megastore rein. Mega. Und Missoni kommt als singulärer Luxury-Brand. Das heißt, wir beginnen, Luxury auszurollen, höhere Qualität stärker reinzubringen und das vor allem im Schwerpunkt in diesen Multi-Brands. Das heißt, sehr große Geschäfte. Mhm. Das ist ein bisschen der Unterschied. Im Outlet eher vergleichsweise geringere Geschäftsgrößen. Große Geschäfte und dafür die gesamte Breite des Sortiments im Multi-Brand. Das ist so unser Entwicklungspotenzial für die nächste Zeit. Eine abschließende Frage muss ich stellen, was mich wirklich brennend interessiert. Man glaubt einerseits, da gibt es eh schon alles und da kommen wieder so Sachen, wie Sie sagen, da kommt dann ein Megastore von B&O her. Sind Sie da immer unterwegs auf der ganzen Welt und da gehen Sie durch und sagen, die brauchen wir auch noch, die wollen wir auch, die sollten auch bei uns sein oder wie ergibt sich das? Alles. Also es geht immer darum, mit den Mietern im Gespräch zu sein und es zieht ein Konzept das nächste an. Und es ist ein bisschen B&O wieder vom Kunden auch. Genau. Ist also in der HiFi-Welt wieder hochpreisiger unterwegs. Genau, es ist so ein bisschen ein Hen-Egg-Problem. Ja. Wir haben jetzt mit diesem Amicis-Teil haben wir uns jetzt einmal geankert und um den herum beginnen wir jetzt auszubauen, weil jetzt die anderen Marken eben sagen, jawohl, jetzt haben wir hier eine Welt, wo wir leben können und dort können wir andocken. Das war eigentlich jetzt dieser wichtige Punkt. Sage ich vielen lieben Dank für diesen wirklich spannenden Einblick und ja, viel Erfolg. Brauchen nicht wünschen, den werden Sie haben. Der Fleiß und der Erfolg des Tüchtigen. Dankeschön. Danke auch Ihnen zu Hause fürs Zuschauen. Sie müssen da einfach herkommen, das muss man gesehen haben. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Dankeschön. Wiederschauen.